Tag zusammen und willkommen zurück zu Minecraft. So, ich weiß jetzt, wie die Säge funktioniert. Hoffe ich. Das war nämlich so. So. Und so. Oh, ich hab's. Okay, und ich weiß jetzt auch, wie viel Zeug ich brauche. Also man braucht wirklich 10 von diesen Dingern. Und man kann aus drei verschiedenen Sachen Kupfer herstellen. Das ist Tetrahydra irgendwas, was ich mir nicht merken kann. Malachit und Copper Ore, Native Copper Ore, was ich da gefunden habe. Und ein Ore bringt 10 Einheiten Kupfer. Und wir brauchen 100. Also 10 Ores. Also müsste es eigentlich passen mit den 10. So, jetzt können wir wieder rumlaufen. Der Hahn hat gekräht. Und wir suchen weiter Kupfer. Wir haben nämlich erst 3. Und Malachit haben wir noch gar nicht gefunden und Tetra irgendwas. Ich sag einfach Tetra dazu. Hier bin ich falsch. Ja, also. Achso, ich wollte mein Zeug noch mitnehmen. Das will ich ja jetzt nicht hier liegen lassen. Aber hier bin ich schon mal eigentlich ganz richtig. Wenn ich hier schon mal Kupfer gefunden habe, ist das ja schon mal ein gutes Zeichen, ne? Und dann nehmen wir auch noch mit. Können wir eigentlich immer gebrauchen, ne? So, warte mal, ich gehe mal jetzt langsam wieder hier runter. Vielleicht gibt's. Oh nein! Ich kann ja nicht auf Blätter springen, stimmt ja. Ich habe mir die Beine gebrochen. Voll vergessen, dass die Blätter ja hier wie in der Realität sind und mich durchfallen lassen. Okay, Leute. Oh, Alter, da habe ich gerade ein Standbild beim Runterfallen. So. Kupfer suchen wir also immer noch. Kupfer, Malachit oder Tetra. Daraus macht man dieses geschmolzene Kupfer. Und damit können wir dann endlich unsere Tools machen. Und als erstes werde ich mir auf jeden Fall eine Säge machen, glaube ich. Oder eine Spitzhacke. Ne, lieber eine Spitzhacke. Da können wir nämlich Kupfererz abbauen. Achso, warte mal, ich muss mir das mal hier markieren. Weil das war ja hier mit Kupfer, ne? War das ein. What a Flash? Copper. Wartet mal kurz. So, mal schön abgehustet. Ja, irgendwie lässt meine Stimme gerade ein bisschen nach. Ich weiß nicht warum. Und ich muss noch heute noch viel mehr aufnehmen. Schwebt da Erde in der Luft? Das geht doch gar nicht. Denke ich. Okay, ist wieder so ein komischer Riss. Sieht das nach irgendwas aus? Da hinten liegt ganz viel Zeug. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt Erz oder Stein ist. Vorsicht. Ich hoffe mal, hier sind keine Monster unterwegs. Okay, hier ist schon mal richtig viel Steinzeug. Ach, das sind nur Steine, Mann. Das sind nur Steine, ey. Das wusste ich doch nicht. So. Also weiter nach Kupfer suchen. Da hätten wir auch jetzt noch. Hier war das, ne? Wo bin ich denn jetzt? Hier. So, da hinten ist noch was anderes an Stein. Vielleicht finde ich da noch ein bisschen Kupfer. Hier ist wieder was anderes. Ist nur blöd, dass man das nicht angezeigt bekommt, was das ist. Aber okay, es ist ja im echten Leben auch nicht so, ne? Wenn du da irgendwas findest, dann steht da auch nicht dran, was es ist. Wäre ja ein bisschen komisch, wenn das überall dran stehen würde. Oh, mein Gesicht juckt. Ja, ich weiß, waschen. Ich bin ein Gamer, ich muss mich nicht waschen. So. Scheiße, ich brauche noch mehr Kupfer, Mann. Das wird so langweilig. Aber ich erkunde ja eigentlich. Ist ja auch was, ne? Da will ich jetzt. Mit denen will ich keine Bekanntschaft machen. Die. Oh, muss ich nicht unbedingt kennenlernen. Lass mich!
Stirb doch, du Schwein. Was ist denn das für ein Baum? Oh, ey, der Wichser, ne? Der verreckt aber auch nicht. Der verreckt gar nicht, der Schwein. Was ist denn das hier? Ach, Mann. Kann man abbauen? Was ist das? Zwiebeln? Ja, Zwiebeln. Was ist das andere? Ah, Zwiebelsamen. Cool. War da noch irgendwas? Nö. Geil. Oh oh. Hallo Skelett. Wie geht's dir so? Ich möchte hier nur mich ein bisschen umgucken. Lass mich! Was ist denn das für ein komischer Baum? Lass mich doch in Ruhe, Mann. Ich hab doch gar nichts getan. Ich such doch nur Kupfer. Da ist wieder so ein anderes Zeug. Das habe ich noch gar nicht, oder was? Das ist auf jeden Fall nichts von der Rief. Okay, das wird interessant. Ah, fuck, ey. Nein. Tetrahydrid. So heißt es. Tetrahydrid. Okay, Leute. Okay. Ich glaube, das kann ich zusammen mischen. Das stand, glaube ich, auch. Man kann dieselben Metalle derselben Art mischen. Also die verschiedenen Metalle derselben Art. Also kann ich zum Beispiel Malachit, Tetrahydrid und Kupfer mischen. Oh, es regnet. Aber man kann wohl nicht... Ich hatte Standbild. Verschiedene Metalle mischen, so wie ich das in einer der vorigen Folgen gemacht habe. Das heißt, wahrscheinlich ist es deswegen nicht geschmolzen. Aber was will ich auch mit Zink? Zum Glück ist es nicht geschmolzen. Da, da, da. Aber hier ist nur dieses eine Tetrahydrid gewesen. Das kann doch nicht sein. Das gefällt mir nicht so. Und dass es regnet, gefällt mir auch nicht so. Und dass ich Hunger habe, gefällt mir auch nicht so. Jetzt kann ich mal gucken. Guck mal, jetzt habt ihr, seht ihr? Jetzt ist es hell. Grüne bis zum Ende, aber ich will das jetzt nicht unbedingt. Mach mal lieber. Ach, warum macht er das immer da oben? Ich verstehe es nicht. So, dann können wir das noch ein bisschen mit auffüllen. Wie ist es eigentlich mit meinem Durst? Jetzt, wo es regnet, müsste ich doch. Ne, verliere ich trotzdem noch. Also, er trinkt kein Regenwasser. Da ist er schon ein bisschen eigen. Das möchte er nicht so. Hier haben wir noch. Achso, siehst du, ich kann ja mal mein Ding hier wieder auffüllen. Hallo? Willst du das nicht? Wieso nimmt der... Ah, jetzt. Jetzt ist es kaputt gegangen. Schade. So, hier haben wir, Melone? Ne, nicht Melone. Pumpkin, also hier... Lass mich. Guck, wie viele Schläge man alleine schon mit der Axt braucht. Die geht davon kaputt, ey. Das ist doch nicht normal. Was ist denn das? What? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich brauche Tetrahydrid, Mann. Oh, ist das zum Kotzen, war? Ich hasse es. Irgendwie haben wir ein bisschen Pech. Vor allem regnet es jetzt auch noch, ey. Das ist doch richtig ätzend. Die Welt ist eigentlich scheiße, ey. Weiß aber nicht, ob alle Welten so ungefähr genauso sind. So ungefähr genauso. Boah, jetzt gewittert's auch. Alter, ist ein Blitz eingeschlagen. Und Rockentut, also Standbilder habe ich immer noch. Weil halt die Welt noch generiert. Tut mir auch schrecklich leid, Leute, dass ich hier jetzt die ganze Zeit nur ein bisschen rumlaufe, aber was soll ich machen? Da oben ist wieder so ein komisches Vieh. Da ist auch ein Skelett mit einer Lederrüstung. Jetzt spawnen hier überall Monster, das gefällt mir auch nicht so. Ist jetzt auch so eher semi-gut. Da ist ein Creeper sogar. Ach, leck.
Ah, ist doch scheiße. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich muss ja bei den Zombie lang. Ja, ein bisschen Angst vor den Blitzen. Nein. Lass mich. Aua. Ich suche Tetra, Hybrid oder Kupfer. Mein Magen knurrt, ich hab Hunger. Also in echt jetzt. Könnte es natürlich auch ein bisschen sprinten, aber dann kriege ich Durst, ne? Ich hüpfe hier schon genug rum und verbrauche mein Wasser. Unter meinem Auge juckt es ein bisschen. Aua. Oh. Scheiße, Mann. Ich finde kein Kupfer mehr. Ja, dann brauche ich definitiv erstmal eine Spitzhacke, damit ich noch mehr Kupfer abbauen kann. Da hinten, wo ich mit Waypoint markiert habe, wäre es am sinnvollsten, weil da haben wir ja schon Kupferadern gesehen. Sogar an der Oberfläche. Fick dich, Spinne. Oh, leck mich doch. Warum bist du so schnell? Da muss ich jetzt rennen. Okay, es hört auf zu regnen. Nee, doch nicht. Das ist nur der Wald. Jetzt muss ich ein bisschen rennen, Leute. Versuche aber trotzdem noch im Auge zu behalten, ob hier irgendwo noch Zeug rumliegt. Aber ich glaube, hier werde ich kein Glück haben. In dem Gebirge war es schon besser. Weil ich weiß, dass diese Kupfererze auch irgendwo rumliegen. Weil ich hatte schon mal eine Welt, wie ich in einer letzten Folge schon erwähnt hatte, oder in dieser, weiß ich jetzt nicht, hatte ich schon Kupfernuggets gefunden. Einfach so im Wald. Okay, aber ich habe auch jetzt weniger Wasser, so wie es aussieht, ne? Während es regnet. Das ist natürlich gut. Ich bin jetzt auch wieder zu Hause. Komm jetzt. Dann können wir jetzt nochmal versuchen, dieses Zink zu brennen nachher. Aber es wird mir nicht viel bringen, weil ich das halt nur für was anderes benutzen kann. Alter, die Blitze, ne? Sehen ein bisschen dangerous aus. So, erstmal Tür zu. Ah, ich bin in Sicherheit. Ich weiß jetzt auch nicht, da stand die ganze Zeit irgendwas, dass man auch ein Fire Pit dafür benutzen kann. Das müsste ich jetzt echt mal ausprobieren. Oh, fuck. Muss eine leere Hand haben. Hallo, kannst du mal bitte nehmen? Danke. Ich nehme jetzt mal alles hier raus. Ich packe es jetzt einfach mal hier rein. Ne, es geht gar nicht. Siehst du? Doch. Jetzt ist die Frage, ob das wirklich geht. Können wir aber mal ausprobieren. Aber es dauert laut dem Wiki dauert es halt 10 Minecraft-Stunden, bis es geschmolzen ist. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es funktioniert, aber wir werden es sehen. Ich werde jetzt auf jeden Fall. Na, gut, die offene Band kann ich noch nicht, ey. Was können wir jetzt noch machen so lange? Ich könnte mal mein Haus weiter ausbauen. Ich muss aber auch darauf achten, ich muss ein Strohdingen übrig lassen, damit ich mich wieder einbauen kann nachher. So. Messer habe ich ja noch, ne? Gib mir mal ein bisschen Stroh hier. Hier im Regen Stroh sammeln. Der Enderman portet sich hier die ganze Zeit hin und her. Weil es regnet. Der mag ja Wasser nicht so. Man könnte fast sagen, er hasst es. Aber wie es aussieht, durch den Regen
verliere ich wirklich nicht viel Durst. Also bekomme ich nicht viel Durst. Das ist ja auch schon mal cool. So. Ein hübsches Dach machen wir uns. Natürlich. Okay. Brauchen aber noch mehr. Ah, da kommen schon Zombies. Die werde ich mit meinem Messer nicht tot kriegen, glaube ich. Das ist ja schon fast kaputt, leider. Oha. Vor allem, wenn ich gegen zwei kämpfen muss, wird das, glaube ich, nichts. Lieber aber auf Nummer sicher gehen. Hi! Ja, schade. Brauchen wir uns einfach ein neues, ne? Die Wichser mache ich platt, Alter. Die Wichser mache ich platt. Stick. Ey! Einen kleinen, dreckigen Zombie. Jetzt hat er wieder diese Kegel um sich rum. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Vielleicht blutet er ja. Vielleicht heißt es, dass er blutet. Weiß es halt nicht, Leute. Oh, ich habe ein ganzes Messer verbraucht. Ein paar Zombies, Alter, gibt's da gar nicht. Junge! Das ist aber ganz schön kostenintensiv. Die verdammten Zombies, kommt her. Hallo! Da ist er ja. Aua! Fick. Ich brauche was zu essen. Ich muss essen. Oh, das Fleisch wird bald schlecht. Kommt. Die sterben einfach nicht, Alter. Wie geht denn das? Doch, der ist. Oh, der hat Eisen getroppt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, der Wichser, ne? Stirb jetzt. Ich brauch das Eisen. Oh oh. Jetzt ist mein Fleisch draußen. Wrought Iron Ingot. Aber das kann ich leider nicht benutzen. Das muss ich einschmelzen in einem richtigen Ofen. Weil. Oh, Alter, 18 Minuten. Okay, wir haben jetzt ganz schön lange mit den Zombies gekämpft. Ich muss die Aufnahme beenden. Ich sage danke fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Terra Firma Craft. Bis dann. Ciao.